Eine fantastische gute Tag, meine liebe Damen und Herren, und willkommen zu dieser Unboxing von der Wootbox aus Juni 2019. Das war eine Live-Transformation vom Holländer zum Allmann. Ja, und wir öffnen jetzt dieses Teil. Ich bin gespannt, was drin ist. Es wird Cooles drin sein, denke ich mal. Keine Ahnung was, aber genau darum geht's. Es sollen Überraschungen einfach stattfinden und die finden statt. Ja, wenn ihr auch so eine haben wollt, ihr kennt das Spiel, muss ich es eigentlich noch sagen. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt ja mal wie in so einer Klasse, ich frage mal hier die Hauptschule von der 5a, die 5a von der Hauptschule. Wer von euch allen Kindern, ja, auch du Mehmet da hinten in der letzten Reihe, wer von euch hat die Wootbox abonniert? Einmal aufzeigen. Gibt es so ein Aufzeig-Emoji oder irgendwie sowas? Dann könnt ihr mal bitte unten in die Kommentare schreiben, denn ich will mal meinen Partnern hier bei Wootbox, die schicken mir nur die Box, die geben mir kein Geld oder so, nicht, dass da wieder irgendwelche Unklarheiten entstehen, dass die mal sehen, das lohnt sich, hier die Box vom M-Box aufzumachen. Ne? Das lohnt sich, da kann ich irgendwann mal hingehen und sagen, ey, jetzt habe ich das so lange umsonst gemacht, jetzt will ich mal richtig Kohle sehen. Das ist nämlich der Plan, dass ich irgendwann Millionen damit verdiene. Aber sag das nicht weiter, sonst machen das noch ganz viele andere Leute. Okay, wir machen die Box auf. Erstes Item, meine Freunde. Was ist das? Wir brauchen wieder ein Figürchen. Habt ihr das Smart Grip Video gesehen? Hier, wartet. Guck mal hier. Smart Grip, ne, verwende ich immer noch. Auch die geben mir kein Geld übrigens. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Geiles Ding, müsst ihr euch das Video angucken. Hier oben wird es gerade verlinkt. Da habe ich ganz viele Figürchen verwendet. Aus den Lootboxen. Bin ich erst jetzt drauf gekommen. Das waren teilweise ein paar ganz coole Shots. Zum Beispiel dieser hier. Oder der hier. Oder auch der hier. Ja, und genau solche Requisiten brauche ich. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich diese Boxen öffne. Ich brauche Requisiten. Ja, darum geht's. Ich glaube, ich habe vor einer Lootbox noch nie so viel Nonsens geredet wie vor dieser. Es tut mir wirklich leid. Der Herr Wootbox guckt hier auch zu. Ist alles nur Spaß. Ne? Wir verstehen uns. Wir sind ja Buddies. Ne? Von daher schön gechillt. Ich habe übrigens mehrere Lootboxen gerade hier. Und ich habe mich für die Wootbox entschieden. Das vielleicht als Wiedergutmachung. Ne? Ich freue mich immer sehr drauf. Weil da sind immer coole Requisiten drin. Okay, geil. 2 Minuten ohne Item, das schaffe auch nur ich. Okay, wir gucken mal hier, was für ein Thema wir haben. Classics. Oh, wow. Nice Thema. Das ist ja genau mein Thema. Juni 2019. Das, liebe Freunde, hier ist eine VHS-Kassette. Das kann man hier so... Was kann man damit machen? Ich wette, viele kann das heute gar nicht mehr sagen. Das ist so krass, da fühlt man sich so mega alt und der erzählt wieder Geschichten von damals. Das konnte man hier so aufklappen, dann hat man genau auf das Band geguckt. Wenn man das umgedreht hat, dann waren da so 2 weiße, runde Plastikdinger und da konnte man die so aufschrauben. Boah, bei meinem Kollegen Saverio, ne, wenn wir bei ihm waren, der Vater, der war so ein riesen Bud Spencer und so ein Karate-Kampffilm. Liebhaber. Ich glaube, viele Gastarbeiter aus Italien, wie mein Vater einer ist, oder auch der Vater von Saverio damals, die sind, glaube ich, irgendwie nach Deutschland gekommen. Das Erste, was sie gemacht haben, die haben Kampffilme gekauft. Die haben einfach so ein Regal irgendwie sich angefertigt und haben das einfach voller Bruce Lee und Bud Spencer Filme. Hauptsache, jemand hat gekämpft. Ja? Die Handlung war vollkommen egal in diesem Film. Hauptsache, jemand hat gekämpft. Und genau diese Kampffilme haben wir da mal geguckt. Und das erinnert mich immer, wenn ich diese Kassetten sehe. Da saßen wir da immer und haben gesagt, ja, was gucken wir heute für einen Kampffilm? Und dann haben wir irgendwas geguckt. Teilweise schwarz-weiß dabei. Waren aber mega geile Kampffilme. Ne? Wenn man sich die heute anguckt, wirkt es ein bisschen lächerlich hier und da. Aber teilweise sind die auch Kult. Wie beispielsweise die Bud Spencer Filme. Hier so boing, oben auf den Kopf drauf. Ist da Bescheid. So, jetzt haben wir schon 3 oder 4 Minuten ohne Item. Ne? Wir treiben da so ein bisschen auf die Spitze heute. Okay, neues Item. Und zwar, liebe Freunde, oh, das riecht nach Requisite. Warte, ich rieche erstmal dran, bevor ihr das sehen könnt. Moment. Oh, jetzt fuck, Spoiler. Fuck. Geht zu. So. Oh, geil. Wüsst ihr gerne, was da drin ist, ne? Ich sehe das hier schon hinter der Kamera. Oh, nice. Ey, als ob ich es wüsste, liebe Freunde der Sonne da draußen, ja, als ob ich es wusste, ja, das macht mehr Sinn, als ob ich es wusste, ist hier mal das geilste Item als Requisite überhaupt drin. Ich zeige euch warum. Q-Fig, ja, bis auf den bescheuerten Namen, sind das wirklich richtig geile Figuren. Die sind in der Wootbox auch öfter drin. Spider-Man, und zwar in einer mega geilen Pose, die sich nur so für Review-Requisiten anbietet. Ich zeige euch das. Ich mache das jetzt hier auf. Wo geht das? So, Karton brauchen wir uns nicht angucken, denn wir schauen uns das ja jetzt in live an. Ne? Was sollen wir uns hier Kartons angucken, wenn wir den Inside-Shit hier am Start haben? So sieht's aus. Wir haben Peter Parker. Oh Gott, ist das gut. Peter Parker. Oh Gott, das ist auch noch variabel. Das kann man sogar so antingeln, dass das so... Oh, geil. Peter Parker,
der an seinem Netz, ja, an seinem Netz, an einer Laterne baumelt, während er ein Foto macht, ja, für den Daily Bugle, das er dann unter Preis verkauft. Ich zoome euch mal ran, das müsst ihr sehen. So sieht das Figürchen aus. Mega geil. Ja, richtig, richtig geil. Das ist wie gestaged, ne? Ich wusste das vorher tatsächlich nicht. Das ist die beste Requisite, die ich quasi habe, weil ich kann ja irgendeine Sache, die ich jetzt hier review oder sowas, einfach so dahinstellen und dann so, dass das Peter Parker nochmal eine quasi zweite Perspektive gerade aufnimmt. Da wird es auf jeden Fall geile Shots geben, werdet ihr sehen. Das werde ich dann tun. Sockel ist wie immer so ein bisschen besonders bei den Q-Fig-Figuren. Und zwar haben wir hier halt so ein bisschen Beton von dem, von dem Bürgersteig. Und hier auch das Netz und so weiter. Sieht alles wirklich sehr gut aus. Das ist eine holländische Lampe, deswegen auch das leicht holländische Intro heute, weil die sind gelb. Nee, in Frankreich war das. Wir sind in Frankreich über die Autobahn gefahren und da waren, ich weiß gar nicht, wo die das ganze Geld her haben, die Franzosen. Auf jeden Fall war die komplette Autobahn, alle 25 Meter ungefähr gefühlt, waren da gelbe Laternen oben drüber. Das war so geil zu fahren, ja, weil die komplette Autobahn hell erleuchtet war, aber in so einem ganz angenehmen Gelb. Und ich bin da mitten in der Nacht durchgefahren. Das war richtig, richtig nice. Okay, ich glaube tatsächlich, und das kann ich hier, ohne dass mir der Herr Wutbox dafür extra Geld gibt oder überhaupt Geld gibt, sagen, ist die geilste Figur, die wir jemals in so einer Box drin hatten, oder? Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder auch einen Link posten zu einem Unboxing mit diversen Figuren, ob es eine bessere Figur gab als diese hier. Sieht geil aus. Das Netz sieht geil aus. Es ist variabel. Man kann irgendwas damit machen. Ich muss es nicht wiederholen. Beste Box seit langem, weil eben diese Figur. Ich glaube, diese Figur hätte ich die irgendwo in einem Laden gesehen. Bei, was weiß ich, Elbenwald oder keine Ahnung, Tiergalerie Dortmund gibt es so einen Laden, der hat auch solche Figuren. Da kostet aber gerade mal so eine Figur mal eben 15 bis 20 Euro. Hätte ich mir gekauft, glaube ich, hätte ich die gesehen. Ja, die hätte ich mir einzeln gekauft. Kostet es, was es wolle. Umso geiler, dass wir die jetzt hier mit in der Box haben. Nächstes Item. Geil. Ja, ist ein Triforce LED Keyring. Try me. Includes official sound. Jetzt ist die Frage, was macht das für einen Sound? Macht das diesen Box-Öffnen-Sound? Dieses dum 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 dum. Ich kann es, glaube ich, gerade gar nicht noch machen. Aber ihr wisst, dieser Link-öffnete Box-Sound. Oder ist es irgendwas anderes? Wir packen es erstmal aus, bevor wir da drauf drücken. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass immer, wenn ich was Cooles bekomme, dann hibbel ich so. Kennt ihr diese ADS-Kinder? Ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch? Wir hatten damals, Robby, einen in der Klasse, immer wenn er was gekriegt hat und sich so richtig gefreut hat, hat er so, das soll jetzt nicht, man muss immer aufpassen heute, was man im Internet erzählt, man wird direkt als Menschenhasser oder sowas abgestempelt, aber der hat immer so rumgespastet, so. Der hat immer, ich weiß, das ist keine Krankheit oder so, der war ganz normal, deswegen kann ich mich noch immer lustig machen. Ja, auf jeden Fall, immer wenn er sich gefreut hat, musste der irgendwo hin mit seiner Freude und hat so rumgespackt, ja, und weiß ich nicht, gibt es das heute noch? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Oder war das so ein Robby-Ding, dass er das exklusiv hatte, dieses Rumspacken, macht er aber nicht mehr mittlerweile. Ja, also das heißt, das war so ein Kindheitsding. Ich glaube, ich habe das auch ab und zu gemacht. Wenn ich mich so richtig gefreut habe, sagen wir mal, ich habe Donkey Kong Country bekommen für den Super Nintendo, habe ich erst mit diesem hier gemacht, ja. Kennt ihr das? Mache ich mich gerade über Behinderte lustig? Nein, ich habe das ja selber gehabt und Robby ist nicht behindert oder so. Ich bewege mich auf glattem Eis, ich merke das schon. Bitte keine Hasskommentare und keine Daumen nach unten, wenn dann nur Daumen nach oben, denn das ist gar nicht böse gemeint. Okay, wir wollten so ein Zelda-Ding aufmachen. Oh Gott, das muss ich unbedingt rausschneiden. Die hassen mich dafür, man darf ja gar nichts mehr sagen. Man kriegt ja direkt sofort Probleme mit den Justice Soldiers, ne? Die kommen dann und zerlegen dich virtuell. So, alles klar. Wir haben hier, wie gesagt, diesen Schlüsselanhänger. Wer weiß, ob die Batterie schon aktiviert ist, das kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber das könnten wir herausfinden, indem wir einfach da vorne drauf drücken. Mache ich aber nicht. Also noch nicht. So, jetzt. Alles klar. Wir drücken mal drauf in 3, 2, 1. Ah, das ist... Das ist quasi die letzten 3-4 Töne von diesem dim 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 dim. Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr das nachmachen? Ich kriege diese Melodie so schwierig hin gerade. Es geht irgendwie so, der geht ja dahin und macht dann dim 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 dim. Irgendwie so. Ich bin schlecht in Melodien. Ich würde gerne singen können, ich kann aber leider nicht singen. Soll ich mal versuchen? Nein, mache ich nicht. Dafür schäme ich mich auch ein bisschen zu sehr. Oh, und das blinkt. Soll ich mal die Lampen hier ausmachen? Warte, ich mache mal die Lampen kurz aus, dann können wir nochmal sehen, wie das hier blinkt. Das ist Lampe Nummer 1, das ist Lampe Nummer 2. Ah, ich habe hier Auto-ISO an, deswegen versucht ihr jetzt nachzustellen, weil ich mache mal Auto-ISO aus hier. Das kann man ja alles hier on the fly machen.
So, jetzt sind wir hier bei ISO 100. Jetzt können wir uns das angucken. Ah, okay. Ah, okay, wenn man gedrückt hält, dann fängt das quasi so an, permanent zu leuchten. Verstehe, alles klar. So, Auto-ISO wieder an und wir machen auch die Lampen wieder an. Das ist die erste Lampe. Zweite Lampe kommt und... Haben wir genug gehört, oder? Alles klar, packen wir hier beiseite, so dass man es sehen kann. Oh, guck mal hier. Geil, hier so Review machen. Schön Kameraslide, ne? An der Kamera entlang. So, nächstes Item. Wir haben ein T-Shirt. Und zwar haben wir... Oh, The Claw. Das ist aus Toy Story. Das sind diese Aliens, die unbedingt aus diesem komischen Kraken-Maschinen-Moped-Gedöns raus wollen. Das ist nice. Das freut mich. Toy Story, auch eine Kindheitserinnerung. Einer der... War das der erste Animationsfilm überhaupt, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe? Wisst ihr was? Ich glaube, das war der erste Animationsfilm überhaupt, oder? Also keine Ahnung, das ist auf jeden Fall sehr, sehr frühe Stage. Davor gab es, glaube ich, nichts, ne? So einem. Oh, ist das aber ein schönes, weiches Material, ne? Das T-Shirt ist neu. Ah, das sind diese Diffuse, die sind gut, die sind auf jeden Fall richtig gut. So, das ist ein geiles T-Shirt, ja? Also ich meckere ja immer oft über T-Shirts, die mir nicht gefallen, aber das, mal abgesehen davon, dass es schwarz ist. Ja, es ist schwarz, ganz klar. Aber es hat... Ein cooles Schwarz, es hat richtig, das ist so ein ganz, ganz hoher Anteil von, wenn nicht ein ganz hoher Anteil von Baumwolle, ich kann es nicht gar nicht genau sagen, aber es sind so T-Shirts. Guck mal, ich habe zum Beispiel hier, das ist leider schon sehr verwaschen, da ich es ultra oft anhabe, das ist von MKBHD, das Merch, ne? Und das ist von Cotton Bureau oder sowas, das ist der geilste T-Shirt-Stoff, der ist so flauschig, der ist so richtig, richtig, richtig flauschig, dass ich das unglaublich gerne anhabe, ne? Also ich habe das bestimmt schon... Weiß nicht, ein paar hundert Mal angehabt. Ich ziehe das immer, wenn das gewaschen ist, ziehe ich das sofort an, wenn ich das hier im Schrank sehe. Das habe ich auch noch in Rot und das ist einfach geil. Da muss ich mir unbedingt mal wieder neue bestellen. Vielleicht auch gibt es einen anderen guten Merch. Da würde ich mein Merch herstellen lassen, wenn ich irgendwie welchen machen würde, weil das sind richtig geile T-Shirts. Da mag ich richtig, fasse mich gerade an in diesem Augenblick. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Ja, auf jeden Fall richtig nice. Hier haben wir Toy Story. Geiles Material, wie gesagt. Ein richtig schöner, großer Druck. Nicht so, ja, auf so eine kleine Fläche gemacht und dann haben wir hier Little Green Man, The Claw has chosen und jeder, der dich sieht, der kriegt so ein kleines Lächeln auf dem Gesicht, weil er das kennt, weil er es entweder als Kind kennt oder jetzt aktuell kennt, weil es ja sich andere Toy Story Filme gibt, es ist nicht so auf die Fresse bunt, dass das Ding jetzt tatsächlich, normalerweise sind die glaube ich grün, blau, hast du nicht gesehen, sondern das ist ein schönes Farbthema hier mit drin, ne? Das ist halt dieses olivfarbene und dieses leicht abgesetzte grün, beige Gedöns ist. Nice. Richtig schönes Design. Ich glaube, da kann man draußen ganz entspannt mit rumlaufen, ohne jetzt hier so ein richtiger peinlicher Typ zu sein. Ne? Oder nicht? Darauf ein, will ich auf jeden Fall sagen. So, haben wir noch ein Item. Nur noch den Pin. Nur noch den Pin. Geil. Pin haben wir. Oh, was ist das? Oh. Jetzt wusste ich mal alles bei der Wootbox. Ist ja auch wirklich super selten, dass das mal der Fall ist. Aber jetzt weiß ich nicht, was das für ein Pin ist. Ist ja irgendwie ein bisschen lächerlich, oder? Was ist denn das nochmal hier? Dieses, ach, das kommt mir so bekannt vor irgendwie. Ich weiß es aber leider nicht. Ich zoome euch mal eben kurz ran, damit ihr das nochmal sehen könnt. So sieht der Pin aus. Ja. Das ist doch eine HP-Flasche, oder nicht? So ein Health-Potion-Ding, oder? Ich weiß es nicht genau. Müssen wir gleich mal in dem Büchlein gucken. Jedenfalls war da nicht viel drin, muss ich ganz klar sagen. Aber alle Sachen, die hier drin waren, ja, der Pin ist halt obligatorisch, aber mit dem T-Shirt kann ich was anfangen, damit kann ich was anfangen. Das ist auch ein echt cooler Schlüsselanhänger, kann man nichts mit falsch machen. Ist eine geile Box, zwar immer sehr übersichtlich bei Wootbox, aber wenn wir was reinpacken, es ist quasi fast kein Item, was ich irgendwie wegtue bei Wootbox. Muss ich wirklich sagen, mittlerweile... Auf jeden Fall mit einer meiner Lieblingsboxen, muss man wirklich so sagen an dieser Stelle. Oh, guck, da ist noch was drin. Oh, one more thing. Harry Potter. Apropos Sachen, die man nicht braucht. Nein, Quatsch. Das ist ein Kugelschreiber. Wer zum Teufel braucht keine Kugelschreiber? Ja, braucht ihr Kugelschreiber? Also ich brauche immer einen Kugelschreiber, wenn ich irgendwas schreibe. So, Harry Potter Wand Pen. Das heißt, das ist kein Pen, mit dem man an der Wand schreiben kann, sondern Wand oder Wand heißt in diesem Fall Zauberstab, ja? Das heißt, ihr könnt damit um Glorious Optics sagen und dann irgendjemanden verzaubern, während ihr eine Notiz schreibt, ja? Das muss erstmal ein anderer Kugelschreiber hinbekommen. Ich glaube, es ist relativ schwierig, das zu meistern. So. Achtung. So sieht er aus.
wollt ihr mal im Nahen sehen. Das ist so eine hölzerne Gandalf-Optik, würde ich mal sagen. So, pass auf. Jetzt mache ich einen Schminktipp hier so. Guck mal hier. Ja, das ist auf jeden Fall ein netter Stift. Das Geile ist, ich habe schon solche Zauberstäbe. Also ich habe einen Zauberstab und ich habe auch noch mehrere Stäbe dieser Art. Ich hole die mal ganz kurz, ja, dann haben wir auch was geholt dieses Mal. Kleiner Augenblick bitte. Lalala, wo sind meine Zauberstäbe? Hier sind sie, und zwar ist das meine Sammlung von Zauberstäben. Ich habe diesen Zauberstab, den ich ehrlich gesagt ein bisschen schicker finde. Keine Ahnung, wo der drin war. Ne, das ist mein erster Zauberstab. Und ich habe diesen Zauberstab. Den muss man aber so rausziehen. So, flupp. Guck mal, das macht so ein Geräusch, als ob man sich so einen Finger im Mund stecken würde. Achtung. Geil, oder? So, auf jeden Fall sind das hier meine... Das könnte ein guter Titel sein, ne? Ich zeige meine Zauberstäbe. Ja, könnte man machen. Mal gucken. Welcher war jetzt drin? Dieser hier. Es ist, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich der hässlichste. Ne? Aber nicht jedermann kann einen schönen Zauberstab haben. Das möchte ich auch an euch an dieser Stelle mal mit auf den Weg geben. Es kommt nicht darauf an, wie der Zauberstab aussieht, sondern wie du damit zauberst. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Weißt du, wenn dann am Schluss von der Bezauberten sowas kommt, ne, dann hast du alles richtig gemacht. Scheiß drauf, dass der so aussieht. Ne? Obwohl, der ist wirklich hässlich. Also, ja, was soll man dazu sagen? So ist es nun mal. Okay, wir packen nun mal Zauberstäbe weg. Und hier, das gucken wir uns jetzt nicht genau an. Oh, geil. Ne? Das ist quasi eine Box. Da habe ich euch gerade erzählt. Ne? Hier mit diesen Plastikdingern in der Mitte und so weiter. Richtig nice. Ne? Und hier inside this side into recorder. Ne? So hier das reinmachen. Insert, nicht inside. Wootbox hier mit Edding geschrieben. Richtig nice. Und dann haben wir hier ein paar Filme. Deadpool, Toy Story, Spider-Man und The Legend of Zelda quasi. Warum Deadpool? Ich dachte schon, habe ich irgendwas verwechselt? Ich dachte gerade, das wäre vielleicht so ein Joke, dass Deadpool da dran baumelt. Aber nein, es ist Spider-Man. Es ist eindeutig Spider-Man. Ja, natürlich, das ist Spider-Man. Guck mal, bald deutet alles auf Spider-Man hin. Nee, ich habe nichts falsch gemacht. Alles gut. So, geile Box. Können sich die Pussys reinsetzen. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier rein. Und dann haben wir das auch schon wieder geschafft hier mit der Wootbox. So, lalalala. Spider-Man. Guck mal hier, 19 Euro kostet der Kollege. 20 Euro, allein schon 40 Euro das Shirt. Wenn ihr, guck mal, geil, wenn ihr jetzt hier, wenn ihr eine Frau gewesen wärt, also wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre und da Frau angehakt hätte, hätte ich sogar so ein Girly-Shirt bekommen, das anders geschnitten ist. Ist nice, ja, also richtig nice, coole Option. Achtung, begib dich in Sicherheit, denn soeben ist eine besonders gefährliche Waffe eingetroffen. Du wirst im Aktionsradio nicht eingenommen, Halleluja. Oder ist das von Bomberman irgendwie so eine... Bomberman kommt mir jetzt irgendwie in den Sinn. Egal, komm, wir haben schon viel zu lange hier mit rumgepimmelt. Habe ich das gesagt? Egal, schneide ich raus. Wir haben jetzt viel zu lange hier rumgetrödelt. Ich muss das jetzt beenden. Alles klar. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und achtet auf diesen Spider-Man. Und wenn ihr diesen Spider-Man in einem Review seht, dann schreit schnell auf. In den Kommentaren schreiben, ah, da ist er! Ja, dann weiß ich Bescheid, dass ihr hier zuhört. Alles klar, Däumchen wären Träumchen, Abo dalassen und so weiter. Ihr müsst mal mehr Abos dalassen. Ich mache momentan Minus-Abos, was mich wirklich demotiviert. Ja, das sage ich euch nochmal ganz zum Schluss. Wenn ich so meine App aufmache und dann sehe ich, oh, heute minus 20 Abos, dann bin ich immer kurz vorm Weinen. Wenn ihr nicht wollt, dass ich weine, dann abonniert doch. Komm, ey, 20% meiner Viewer haben nur abonniert. Warum? Und wo sind die ganzen anderen, die abonniert haben? Ich weiß es nicht. Ja, wenn ihr nicht weiter wollt, dass ich weine, dann Abo dalassen. Ist kostenlos, kostet gar nichts. Abonnieren klingt zwar nach Sky, Abzocke, 50 Euro im Monat. Nein. Null. Reingeguckt, jetzt müsst ihr abonnieren. Haut rein. Peace.